بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ثم أما بعد. Meine lieben Geschwister, heute ist eigentlich der letzte Unterricht, was die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam betrifft und was konkret mit seinem Leben zu tun hat. Wir hatten letzte Woche uns mit den letzten Momenten im Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt gehabt. Sehr traurige Momente. Und wie es Anas ibn Malik radiallahu anhu in bester Weise und in sehr bildlicher Weise beschrieben hat. Der Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen ist, ist alles erhellt worden. Kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina adaa minha kullu shay. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay. Und an dem Tag, an dem er gestorben ist, salawatu rabbi wa salamu alayhi, ist alles dunkel geworden. Hat sich alles verfinstert. Der Tod unseres Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, meine lieben Geschwister, ist für uns Muslime das größte Unglück überhaupt. Akbar Musiba. Es gibt keine größere Musiba. Es gibt kein größeres Unglück. Und deswegen hat der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, auch gesagt, in der authentischen Überlieferung, إذا أصاب أحدكم مصيبة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. Wenn irgendjemand von euch von einem Schicksalsschlag, einem Unglück getroffen wird, dann soll er an das Unglück denken, was er durch meinen Tod, ist damit gemeint, durch meinen Tod erlangt hat. Also was ihn durch meinen Tod getroffen hat, weil es nämlich die größte Musibe überhaupt ist. Das größte Unglück überhaupt. Warum? Woran liegt es? Ich meine, sagt nicht Allah Ta'ala, wir werden gleich diese Ayah noch einmal in einem ganz anderen Kontext hören, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur ein Prophet gewesen ist, wie alle anderen Propheten zuvor, die gestorben sind, die getötet wurden. Und Allah Ta'ala, der Ewige ist. Beten wir etwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um einen anderen Aspekt. Es geht um den Aspekt, den uns Ayman, Hadinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, aufgezeigt hat. Diejenige, die ihn sozusagen am Anfang getragen hat, radiyallahu anha, Ayman. Und zwar, Abu Bakr und Umar gingen zu ihr, um sie zu besuchen. Und sie weinte sehr, sehr stark. Und dann meinten sie, das war jetzt schon einige Tage später gewesen, wir müssen Geduld haben, etc. Warum weinst du? Woraufhin dann Ayman sagte, ich weine nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Ich wusste, dass er sterben wird. Inni qad alimtu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam sayamut. Ich wusste das. Das ist eine Tatsache. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Das ist der Koran. Du wirst sterben und sie werden sterben. Walakin innama abki ala al-wahyi alladhi rufi'a anna. Ich weine darüber, dass wir jetzt keinen Wahyi mehr haben, weil er mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beendet wurde. Die Offenbarung ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgeschlossen. Was für eine Prüfung für die Muslime. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn es ein Problem gab, selbst wenn es mal Streit gab, konnte man was machen? Man konnte immer zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehen. Ihn fragen und er hat uns die Antwort gegeben. Entweder direkt durch eine Offenbarung von Allah Ta'ala oder von sich aus, und Allah Ta'ala hat es dann bestätigt.
oder korrigiert, sodass wir immer wussten, dass das, was wir getan haben, richtig oder falsch ist. Aber heutzutage diskutieren wir, debattieren wir, was ist die richtige Auslegung der Religion? Und dementsprechend die größte Musibe für die Muslime überhaupt ist welche? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr unter uns weilt. Und dass wir auf uns selbst gestellt sind, auf unser Verständnis gestellt sind. Und deshalb auch diese vielen Khilafat, diese vielen Meinungsverschiedenheiten, die nicht möglich wären und nicht denkbar wären, würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch unter uns weilen. Und wir hatten, meine lieben Geschwister im Islam, letzte Woche ausführlich über diese letzten Momente im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen gehabt, haben aufgezeigt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch noch in den letzten Tagen seines reinen, seines edlen, seines sauberen Lebens versucht hat, der Umma noch einmal wichtige, grundlegende Ratschläge mit auf den Weg zu geben. So dass er sogar noch mal Dinge niederschreiben wollte. Und die Sahaba gesagt haben, lasst ihn sich ausruhen. Er hat schon die Religion Allahs vollständig verkündet. Und der Prophet sogar in dem Moment, wo es ihm ein wenig besser ging, nochmal in die Moschee ging, eine Khutbah hielt und die wichtigsten noch einmal Dinge übermittelte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten Stunden seines Lebens noch einmal aufzeigte, worum es wirklich geht. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Das Gebet, das Gebet. Und das, was ihr mit euren Rechten besitzt, wo er nochmal die gesamte Religion zusammengefasst hat. Die Beziehung zu Allah und die Beziehung zu den Mitmenschen. Und dass ich mich insbesondere um die schwachen Menschen zu kümmern habe als Muslim. Und er dann am Ende sich für Allah Ta'ala entschieden hat. Mit den Worten, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Die hohe Gefährtenschaft, die hohe Gefährtenschaft. Also er sich entschieden hat für Allah Ta'ala und Ad-Dawr al-Akhira. Und am Ende dann zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam somit dann gestorben ist. Fatima radiallahu anha, die Tochter unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie konnte in diesem Moment nur sagen, oh, welch Unglück ereilt meinem Vater. Woraufhin der Prophet auch noch zu ihr sagte, Laysa ala abiki karbun ba'd al-yawm. Heute kommt kein Unglück mehr, keine Trauer mehr über deinen Vater, O Fatima. Und sie daraufhin sagte, als er gestorben ist, Ya abata, ajaba rabban da'a. Ja, abata, jannatul firdausi ma'wa. Ja, abata, ila jibril nan'a. O mein Vater, er hat einem Herrn geantwortet, der ihn gerufen hat. O mein Vater, das Paradies, al-Firdaus im Paradies, ja, der Firdausgarten ist sein Aufenthaltsort. O mein Vater, zu Jibril oder Jibril, ist derjenige, der deinen Tod ausruft, Na'i macht, deinen Tod ausruft. Und als dann die Sahabe, und darauf kommen wir noch gleich etwas ausführlicher zu sprechen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben haben, sagte sie nur zu Anas ibn Malik, كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Wie könnt ihr sozusagen, wie können eure Seelen zufrieden sein, dass ihr jetzt die Erde über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schüttet? An welchem Tag ist der Gesandte Allahs von dieser Dunya gegangen? Welcher Tag war das gewesen? Genau, welches Datum? Was ist der Todestag unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja? Sehr gut, der 12. Rabi' al-Awwal. Welches Jahr? Nach der Hijr? Welches Jahr nach der Hijr? Nein. Wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was? 13? Nein. Nein.
11. 12. Rabi' al-Awwal, 11 nach der Hijra. 12. Rabi' al-Awwal, 11 nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es war vormittags gewesen. Wir erinnern uns, der Prophet hatte zum Fajr-Gebet noch was gemacht? Er hat noch einmal auf die Muslime geschaut, wie sie beten. Sodass die Muslime dachten, ich glaube, seine Mutter. Kann man jemand ihn zu seiner Mutter bringen? Ich glaube, kann man jemand von den Brüdern? Shabab. Einfach, zu ihm zeigen. Er muss einfach nur ihn zur Mutter bringen. Ja. 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 Genau. Mashallah. Kann ich 13 Jahre und 23 Jahre Medina und 10 Jahre Medina? Ja, nee, 13 Jahre. Medina, 10 Jahre. Umgekehrt, ja. 11, ja, aber 11, das war ja Anfang des 11. Jahres, genau. Anfang des 11. Jahres. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist am Vormittag gestorben, nachdem er nochmal beim Fajr-Gebet durch die Öffnung geschaut hat in die Moschee, die Muslime unruhig wurden. Und Abu Bakr war ihr Imam gewesen. Abu Bakr war ihr Imam gewesen. Und Abu Bakr dachte, es geht dem Propheten Zossen besser. Und er war ja mit zwei Frauen verheiratet gewesen. Und eine, sozusagen eine Frau, lebte außerhalb, sozusagen am Rand von Medina, an einem Ort mit dem Namen As-Sanha oder As-Sunha. Und er sagte sich, okay, heute kann ich mal sozusagen, ja, weil es dem Propheten Zossen besser geht, mich um sozusagen meine zweite Familie kümmern. Und er ging dorthin und subhanallah, vormittags sollte dann was geschehen, sollte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch vor dem Dhuhr-Gebet zu seinem Schöpfer zurückkehren. Und diese ersten Momente, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist, waren Momente gewesen, welche irreal waren, unwirklich gewesen waren. Die Sahabe, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Der Gesandte Allahs ist gestorben. Das geht überhaupt nicht. Das war ein Schockmoment gewesen. Ein absoluter Ausnahmezustand. Einige Sahabe konnten gar nichts sagen, haben einfach nur gesessen. Wie von Uthman ibn Affan überliefert wird und andere. Haben einfach nur gesessen, wussten nicht, was sie sagen sollen. Was soll man noch sagen? Andere waren außer sich gewesen. Ja, haben beinahe ihren Verstand verloren. Wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda. Umar ibn Khattab ist aufgestanden, hat angefangen rumzuschreien und zu drohen. Und er sagte, ma mat, er ist nicht gestorben. وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانِ Sondern er ist nur zu seinem Herrn, er hat einen Termin mit seinem Herrn, genauso wie Musa ibn Imran, der 40 Tage auch bei seinem Herrn gewesen ist, dann wieder zurückgekehrt ist. فَقَدْ غَابَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً Er war 40 Nächte lang von seinem Volk entfernt gewesen, ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ und kehrte dann daraufhin zu ihnen zurück. وَاللَّهِ لَا يَرْجِعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمْ كَمَا رَجَعَ مُوسَى Bei Allah, der Gesandte Allahs, er wird genauso zurückkehren, wie Musa alaihi salam zurückgekehrt ist. فَلَا يُقْطَعَنَّ أَيْدِ رِجَالٍ وَأَرْجُلِهِمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَتُمْ Mögen die Hände und Füße von den Personen getrennt werden und abgeschnitten werden, die behaupten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sei gestorben. Außer sich. Wusste nicht, was er tun soll. Völlig verständlich. Ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihr Leben bestimmt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war mehr als ihr Vater, mehr als ihre Mutter. Wenn sie gesagt haben, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, dann haben sie das so gemeint. Das waren nicht einfach nur Worte gewesen. Sie haben das wirklich so gemeint. Mein Vater, meine Mutter sollen für dich geopfert sein. Das waren nicht einfach nur Worte gewesen. Das meinten sie wirklich so. Sie wären bereit gewesen, sich selbst zu opfern, ihre Familie zu opfern. Sie haben es auch getan und den Beweis gestellt. Und ich habe selbst Menschen erlebt, deren Vater und Mutter gestorben ist. Kurz darauf, nachdem sie gestorben sind. Und man sieht, in was für einem Zustand sie sind. Sie wissen überhaupt nicht, was sie machen wollen in diesem Moment. Und die Sahaba, radhiyallahu anhum, sie wussten es auch nicht.
Was sollen wir jetzt tun? Wie wird es jetzt weitergehen? All das kommt plötzlich jetzt in den Sinn. Wir wussten alle, er wird sterben, aber keiner hat damit gerechnet, dass es so schnell sein wird. Wir wussten alle, er wird eines Tages zu seinem Herrn zurückkehren. Aber keiner konnte sich vorstellen, wie das konkret sich anfühlen wird. Das ist genauso wie wenn wir wissen, unsere Eltern werden eines Tages sterben. Aber wir werden das erst realisieren, wenn sie dann wirklich gestorben sind. Erst wenn dein Vater oder deine Mutter weg ist, dann wirst du bedeuten und verstehen, was es bedeutet, den Vater oder die Mutter zu verlieren. Und erst dann wirst du auch merken, in der Regel, was es bedeutet, einen Vater und eine Mutter zu haben. Das ist nur ein anderes Thema, aber das sollte uns ein bisschen zum Nachdenken bringen. Leider merkt man häufig viel zu spät erst, was der Wert eines Menschen ist. Nämlich dann, wenn er schon nicht mehr da ist. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und die Sahabe, wie gesagt, sie hatten keine richtige Antwort. Keiner wusste, was passiert ist. Was sollen wir machen? Und jetzt hört Abu Bakr as-Siddiq diese Nachricht. Und er eilt von seiner Wohnung in As-Sunnah und begibt sich direkt zur Moschee. Redet mit niemandem. Geht zu seiner Tochter Aisha, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelegen hat und gestorben ist. Und er sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bedeckt gewesen war mit einem Tuch. Und er nahm dann das Tuch vom Gesicht unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, legte sich über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, küsste ihn und fing an zu weinen. Abu Bakr, der ihn wirklich liebte, der es gezeigt hat, dass er ihn liebte, sein Leben lang, alles geopfert hat. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie wir es letzte Woche gehört haben, gesagt haben, jedem haben wir sein Recht gegeben, außer einer Person, Abu Bakr as-Siddiq. Ihm haben wir nicht das Recht gegeben. Jeder haben wir das Recht gegeben, außer Abu Bakr. Er ist der Einzige, die mir noch nicht das Recht gegeben haben. Und jetzt fasste sich Abu Bakr. Er wusste, es braucht jetzt jemanden, der stark ist. Und das zeigt die wahren Männer, subhanallah, und die wahren Frauen. Die wahren Männer und die wahren Frauen. In solchen Momenten merkst du, ja, wer wirklich Iman hat und wer keinen Iman hat. In solchen Momenten weißt du, wer wirklich Führungsstärke beweist und wer sie nicht beweist. Und auf jeden Fall meinte dann Abu Bakr as-Siddiq, bi abi anta wa ummi, mein Vater und meine Mutter sollen für dich geopfert sein. Wallahi la yajma'u Allahu alayka mawtatayn, bei Allah, du wirst nicht zweimal sterben, o Gesandter Allahs. Amma al-mawtatu allati alayka faqad muttaha, der Tod, der sozusagen für dich vorgeschrieben ist, den hast du schon jetzt durchlebt. Nur ein einziges Mal. Dann ist alles vorüber. Und dann geht Abu Bakr hinaus. Sagt zu Umar, sei ruhig. Sagt zu Umar, sei ruhig. Und sagt zu ihm, setz dich. Aber er will weiterreden. Woraufhin dann Abu Bakr aufsteht und anfängt, eine Khutbah zu halten, eine Rede zu halten. Eine historische Rede. Eine historische Rede. Er hat, subhanallah, immer wieder die richtigen Worte gefunden. Wir werden sehen, in dem Leben von Abu Bakr, subhanallah, ja, gerade direkt nach dem Tod des Propheten, haben sich die Führungskompetenzen von Abu Bakr as-Siddiq herauskristallisiert. Weil er an den wohl wichtigsten Momenten, den wichtigsten Momenten überhaupt, die richtigen Worte gefunden hat. Und da sieht man, dieser Mann hat das gelebt. Dieser Mann hat das wirklich gelebt. Und er hat dann Allah gelobpreist. Und sagte dann, amma ba'd. فَإِنَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدَمَاتْ. Derjenige, der Muhammad angebetet hat, ist nicht Respektlosigkeit gegenüber dem Propheten. Er wollte einfach nur aufzeigen, in dieser Situation, den Menschen die Augen öffnen. Muhammad ist nur ein Mensch, der eine Botschaft hatte, das ist alles. Er ist der Gesandte Allahs, aber er ist nicht göttlich oder ihn sich heilig, dass man ihn anbeten würde. Er wollte die Menschen in die Realität zurückholen. Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Wer Muhammad angebetet hat, so ist Muhammad gestorben. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
Allahu Akbar. Und wer Allah angebetet hat, so ist Allah der Lebendige, der niemals stirbt. Und dann kam die Ayah, subhanallah, in diesem Moment die richtige Ayah finden, die richtigen Worte finden. Kurz und knapp, aber es hat gewirkt. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِهِ الرُّسُلُ. Und Muhammad ist nur ein Gesandter, vor dem schon zuvor Gesandte existiert und gelebt haben. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Sollte er sterben oder getötet werden, wollt ihr dann etwa auf eure Fersen fallen? Also aufgeben. وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Und wer auf deine Fersen fällt, der wird Allah in keiner Weise schaden. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Und Allah, er wird den Dankbaren dies vergelten. Was für eine Ayah. In was für einem Moment. Die Sahabe, Umar ibn Khattab, er zitiert das über sich selbst. Sie hatten das Gefühl, als wäre diese Ayah erst gerade herabgekommen. Der Prophet ist tot. Aber sie haben das Gefühl, sie haben diese Ayah noch nie gehört in diesem Leben. Und sie kannten die Ayah. Aber in diesem Moment haben sie nicht an diese Ayah gedacht. Und Umar ibn Khattab, er sagte, فَوَاللَّهِ مَا إِن سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَهَوِيتُ إِلَى الْأَرْضِ مَا تَحْمِلُنِي قَدَمَايَ وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ مَاتَ. اللَّهُ أَكْبَر. Bei Allah, als ich Abu Bakr gehört habe, wie er diese Ayah liest, bin ich auf den Boden gefallen. Meine Beine haben mich nicht mehr getragen. Omar, der Hühner, ja? Meine Beine haben mich nicht mehr getragen. Und ich wusste, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Subhanallah. Es ist wirklich so. Den Koran kann man auswendig können. Aber erst wenn man ihn lebt, hat man ihn wirklich verinnerlicht. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen eine mehrteilige Doku mir angeschaut über den Häftling 552 in Guantanamo. Das ist ein Kuwaiti. Das sind 13 Folgen, immer so circa 15 Minuten bis 20 Minuten, die in die Arabisch gehören. Das ist auch ins Englische übersetzt worden, ins Türkische, also mit Untertiteln. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe heute die letzte Folge gehört, subhanallah. Und also er erzählt Unglaubliches. Also was da alles passiert, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, das ist nicht unser Thema. Aber das, was er heute in der letzten Folge nochmal gesagt hat, das ist so unglaublich. Er hat gesagt, er hat den Koran, er ist 14 Jahre in Guantanamo gewesen. Von 2002 bis 2016. Ich glaube, er war 28 Jahre alt, als er gefangen genommen wurde in Afghanistan. Er war unschuldig, zu 100% unschuldig. Und auf jeden Fall hat er mit 22 den Koran auswendig gelernt gehabt. Auch viel sich, wie er selbst gesagt hat, also hat auch wahrscheinlich Scharia studiert bei Mashaykh und so weiter. Aber er sagte, erst als ich in Guantanamo war, habe ich den Koran wirklich verinnerlicht, als ich mich mit ihm ausgiebig beschäftigt habe. Ja, und das umsetzen konnte, was im Koran ist. Weil das ist das, was mir wirklich Kraft gegeben hat. Wenn man sich das mal anhört, was dort alles geschehen ist in Guantanamo, an Folter, psychischer, körperlicher Folter, kann man sich kaum vorstellen. Ja, also schlimm, einfach nur schlimm. Ja. Dann muss man sich wirklich die Frage stellen, wie kann man so etwas ertragen, ohne verrückt zu werden? Und das Einzige, was dir die Kraft dazu gibt, ist dein Iman, ist der Koran. Und subhanallah, das ist wie im Koran leben. Das bedeutet es, den Koran wirklich bewahrt zu haben, ihn zu leben, umzusetzen, in solchen Situationen, sich an solche Ayat zu erinnern, sie zu praktizieren, sie zu verinnerlichen. Es gibt Menschen, die können den gesamten Koran auswendig. Das ist schön, gut, das ist eine große Stellung bei Allah Ta'ala. Was aber nicht bedeutet, dass sie ihn verinnerlicht haben. Verinnerlichen bedeutet, ihn wirklich zu leben. Verinnerlichen bedeutet, dass ich in bestimmten Situationen dann genau das tue, was Allah Ta'ala von mir in dieser Situation verlangt. Und dann wird der Koran mich bewahren. Dann wird auch der Koran mich bewahren.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist jetzt gestorben. Die Sahabe, sie haben es daraufhin realisiert durch die Worte von Abu Bakr al-Siddiq. Was geschieht jetzt? Was soll jetzt mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschehen? Wo soll der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam begraben werden? Wie soll er gewaschen werden? Wir wissen, wie wir einen normalen Muslim waschen. Aber wie soll man einen Propheten waschen? Wie soll man das Gebet für ihn vollziehen? Alles Fragen, welche die Sahabe in diesem Moment erst einmal ausdiskutieren mussten. Weil sie sich nicht sicher waren, was sollen wir tun? Aber subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte sie auch darauf vorbereitet gehabt. Und zwar, die erste Frage war gewesen, wie waschen wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Sollen wir ihn ausziehen? Oder sollen wir ihn waschen mit seiner Kleidung? Und subhanallah, es wird dann überliefert, wie es bei einem Mustadrak von Imam von Al-Hakim heißt, in einer authentischen Überlieferung. فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ. Und als sie dann angefangen haben zu streiten, oder was heißt zu streiten, zu diskutieren, ist eine schwierige Frage. Ich meine, wer traut sich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu entkleiden? Ja? Haben sie dann, ja, plötzlich hat Allah Ta'ala sie einschlafen lassen, diejenigen, die diskutiert haben. Und sie haben richtig geschlafen, sodass sogar ihre Kind, ja, auf ihren Brüsten gewesen sind. Und plötzlich haben sie dann aus einer Ecke im Haus eine Stimme gehört und sie wussten nicht, wer das ist. فَكَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ. Und plötzlich eine Stimme. أَنِغْسِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. Wascht den Propheten صلى الله عليه وسلم mit seiner Kleidung. Und sie haben ihn daraufhin genau so gewaschen, haben das Wasser über seine Kleidung gegossen. Salawat Rabbi wa salamuhu alayhi. Und Aisha radiallahu anha hat dann auch auf ihn gesagt, لَوَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاءُ. Hätte ich also noch einmal sozusagen die Möglichkeit, das zu entscheiden, dann hätten ihn nur seine Ehefrauen gewaschen. Weil sie kennen ja sozusagen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch ohne Kleidung. Ja? Und sie meinte, dann hätten wir einfach ihn als Frauen gewaschen. Ja, aber es ist dann so geschehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde jetzt eingewickelt in drei Tücher. Aus einer Stadt im Jemen mit dem Namen Sahul. Athwab Sahuliyya. Das ist eine Stadt im Jemen oder ein Dorf im Jemen, wo diese Tücher hergestellt werden. Das ist genauso, müsst ihr euch vorstellen, ja, wie, weiß ich nicht, Adana Kebab. Ja, man weiß, Kebab ist Kebab, aber Adana, du weißt, es ist aus Adana. Ja, also die sind bekannt sozusagen für diese Form von Kebab. Ja, und wahrscheinlich diese Sahul ist eine Stadt gewesen, ja, die bekannt dafür gewesen ist, solche Stoffe herzustellen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jazakallahu khairan, er wurde jetzt in drei Tücher eingewickelt. Ohne Qamis, das heißt ohne Hemd und ohne Imame, ohne dass er sozusagen ein Turban dann noch bekam, sondern einfach nur in drei Tücher eingewickelt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie beten wir? Wie machen wir das Totengebet für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Wer soll vorbeten? Wie läuft das Totengebet heutzutage, wenn jemand stirbt? Es gibt einen Imam und die Muslime stehen hinter. Aber wer traut sich, Imam zu sein, ja, für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Keiner hat sich das getraut. Keiner hat sich das gewagt. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, dass jeder einzeln für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam das Totengebet vollzieht. Und das ging den ganzen Tag und die ganze Nacht. Erst die Männer, dann die Frauen und dann die Kinder, alle haben einzeln für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam das Totengebet vollzogen. Alle wollten diese Ehre haben, für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam Salatu Janaza zu beten. Aber keiner hat den Anspruch gehabt oder hätte sich gewagt zu sagen, ich bin derjenige, der die Muslime anführt
im Janase-Gebet für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das zeigt noch einmal diesen Adab. Diesen Adab. Diesen Respekt, den die Sahaba radwanullahi alaihim gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Man kann über jeden diskutieren. Aber nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er ist für uns eine ganz klare rote Linie. Er ist derjenige, den niemand erreichen kann. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Weil er der vollkommene Mensch ist, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt ist. Und jetzt gab es noch eine weitere Frage. Und zwar die Frage, wo wird er jetzt begraben? Ebenfalls eine Frage. Und einige haben gesagt, er wird bei seinem Minbar begraben. Andere haben gesagt, in Baqi', ja, da wo die anderen Sahaba auch begraben liegen. Andere sagten, nein, in der Moschee. Dort, wo er gebetet hat. Und jetzt kam wieder Abu Bakr as-Siddiq und er hat die Sache entschieden, indem er nämlich sagte, ja, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam hörte, wie er gesagt hat, ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Allah Ta'ala, er nimmt keinen Propheten zu sich, außer an dem Ort, wo er bestattet werden soll. Bestattet ihn an dem Ort, wo er gestorben ist. Und wo war das gewesen? Im Haus von unserer Mutter Aisha radiallahu anha, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam bis heute liegt. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Einige denken, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde in der Moschee begraben. Nein, das ist nicht der Fall, sondern er wurde im Haus von Aisha begraben. Nur, wo war das Haus von Aisha? Es war direkt an der Moschee. Ihr müsst euch das vorstellen, wie dieses Zimmer hier zum Beispiel. Wir haben hier die Moschee. Ja, seht ihr dieses Fenster? Das müsst ihr euch so vorstellen, dieses Fenster, was dort ist. Ja, so ein Fenster gab es auch wo? In der Moschee des Propheten. Und in diesem Raum, ja, war auch was gewesen? War auch das Zimmer von Aisha. Es war nur ein Zimmer gewesen, nur ein einziges Zimmer. Ja, und jede Frau hatte ihr Zimmer gehabt. Und die waren alle wo? An die Moschee angebaut. Die waren alle an die Moschee angebaut. Und wie gesagt, ja, er war sozusagen direkt in diesem Nebenraum gewesen. Ja? Und als dann die Moschee ausgeweitet wurde, wurde dieser Raum zu einem Teil der Moschee. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde nicht in der Moschee bestattet, sondern außerhalb der Moschee. Nur direkt an der Moschee, sodass bei der Vergrößerung der Moschee das dann zu einem Teil der Moschee unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworden ist. Gut. Dann wurde für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Lahd gemacht, in den er hineingelegt wurde. Es gibt zwei Arten von Gräbern oder wie man einen Toten bestatten kann. Es gibt den Lahd und es gibt den Schiq oder Schaq. Lahd ist sozusagen einfach, man hebt eine Grube aus, ja, und in der Mitte der Grube legt man dann den Toten hin. Das ist ein Lahd. So wie wir es heute auch von, also wenn wir heute hier in Berlin zum Beispiel bestatten, werden die Toten meistens was? Einfach sozusagen dann in das Grab hineingelegt und dann Richtung Qibla, sozusagen mit ihrem Körper Richtung Qibla dann sozusagen gelegt, sodass sie Richtung Qibla dann genau schauen, ja, mit ihrem gesamten Körper. Der Schiq ist was? Ist sozusagen an der Seite des Grabes nochmal eine Öffnung. Ja, ihr müsst euch so vorstellen, du hast das Grab und dann kommt nochmal eine Öffnung. Und dort wird dann der Tote reingelegt, ja, und diese Öffnung wird dann geschlossen. Das ist ein Schiq. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte einen Lacht. Und es gibt manches verschiedene unter den Gelehrten, was besser ist, ein Lacht oder ein Schiq. Ja? Am Ende, Allahu alam. Aber Allah Ta'ala, er hat für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam was ausgesucht, den Lacht. Das heißt einfach sozusagen diese Grube, in die er dann hineingelegt wurde. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestattet wurde, sollte es zu einer Sitzung kommen, welche in die Geschichte eingehen sollte. Eine Sitzung, bei der die Menschen, die sie geführt haben, niemals gedacht hätten, dass sie solch eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen würden. Ja, diese Sitzung, kann man sagen, hat die Menschheitsgeschichte bestimmt.
Diese Sitzung hat die Menschheitsgeschichte bestimmt. Unübertrieben. Und zwar, während noch der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei sich sozusagen in den Leichentüchern liegt und er gewaschen wird und die Leute noch das Gebet für ihn vollziehen, haben sich einige der Ansar, der Helfer unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Urbewohner von Medina, sich wo versammelt gehabt? In einem Versammlungshaus mit dem Namen Saqifat Bani Sa'ida. Das ist gar nicht weit von der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernt. Das ist gar nicht weit von der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernt. Und sie haben sich dort, und es ist auch bekannt, wo das heute ist, bei Saqifat Bani Sa'ida in Medina. Warum haben sie sich dort versammelt? Sie haben sich dort versammelt, damit sie nämlich einen Nachfolger, also einen Khalifa für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestimmen. Noch bevor er bestattet wurde. Das könnte man sagen, ist das nicht ein bisschen respektlos gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sich einfach so versammelt, ja, während er noch sozusagen noch nicht mal begraben wurde? Nein, das hat nicht damals zu tun. Sie mussten sich Gedanken machen. Es gab keine klare Nachfolge. Es war nicht eindeutig. Der Prophet hat schon etwas gesagt, aber es war nicht für alles habe klar gewesen. Und sie wollten nicht, dass es zu was kommt. Sie wollten nicht, dass es dann zu einem Krieg kommt. Weil es unklar ist, dass man alle anfangen, dann darüber zu diskutieren und die Muslime sich direkt nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam spalten. Wer hörte jetzt von dieser Versammlung der Ansar? Abu Bakr und Umar ibn Khattab, radiyallahu anhuma. Sie waren beschäftigt gewesen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie waren selbst nicht bei ihm drin. Warum? Weil verantwortlich für ihn war wer gewesen? Erstmal die Familie. Das ist ganz normal. Wer ist verantwortlich für einen Verstorbenen? Auch hier in Deutschland? Die Familie. Das ist ganz normal. Dass die Familie immer das meiste Anrecht hat. Und wer gehörte zur Familie? Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas ibn, sozusagen der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das war die Familie gewesen. Ganz normal. Sie kümmern sich erst einmal um ihr Familienmitglied. Und einer der Ansar, die an dieser Sitzung teilgenommen haben, dem das nicht gefiel, er ging dann zu Abu Bakr und Umar und er sagte zu ihnen, beeilt euch. Warum? Weil nämlich die Ansar sich in Saqifat Bani Sa'ida getroffen haben, um einen Nachfolger zu bestimmen. Und sie sagen, einer von uns und einer von ihnen, also einer von den Muhajirin und einer von den Ansar. Müssen wir sagen, wie viel Zeit noch ist, okay. Ja. Und Abu Bakr und Umar haben verstanden, es ist eine gefährliche Angelegenheit. Weil wenn erst einmal einer bestimmt wird, was passiert dann? Dann hat das, führt das zur Spaltung, automatisch. Das führt zur Spaltung, automatisch. Und die Ansar, sie haben gedacht, wir sind die Ureinwohner von Medina. Also mit anderen Worten, wenn jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr da ist, wer übernimmt wieder die Verantwortung? Automatisch wir. Das ist ganz normal. Würden wahrscheinlich viele denken. Die Muhajirun bleiben Muhajirun. Sie sind, wie gesagt, Ausländer in dem Sinne. Ja, man würde sie heute als Migranten bezeichnen. Ja, sie sind Migranten. Und dementsprechend, das ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, nicht mehr da. Also müssen wir diese Verantwortung übernehmen. Abu Bakr, Umar ibn Khattab und Abu Ubaida ibn Jarrah. Sie begeben sich direkt jetzt dorthin. Erst einmal heißt es, was wollt ihr? Wir haben ja eine Sitzung. Sie meinen, nein, wir nehmen daran teil. Omar berichtet das und er sagt, ich habe mir schon extra Worte vorbereitet, ja, und überlegt, was ich sagen werde im Kopf, so meine Rede, damit ich sozusagen die Ansar jetzt sozusagen auf meine Seite bringen kann. Sawartu Kalama. Also ich habe mir sozusagen schön eine Rede bereitgestellt. Und ich wollte gerade anfangen zu reden, woraufhin Abu Bakr sagt, ich rede jetzt. Und dann fing Abu Bakr an zu reden. Und er sagte all die Worte, die ich sagen wollte, aber noch viel besser. Er sagte all die Worte, die ich sagen wollte, aber noch viel besser. Und er hat erstmal angefangen, über die Ansar zu reden. Und er hat angefangen, die Ansar zu loben und was sie alles für den Islam getan haben. Und dann meinte aber Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. Er meinte, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Quraishun wulatu hadha al-amri, fabarru an-nasi taba'un li barrihim, wa fajiru an-nasi taba'un li fajirihim. Quraish,
sind diejenigen, die verantwortlich für diese Angelegenheit sind. Sie sind die Umara. Al-Umara min Quraysh, Al-Aimmatu min Quraysh. Es gibt verschiedene bei denen, die alle authentisch sind. Wo der Prophet gesagt hat, diejenigen, die die Muslime leiten, gehören den Quraysh an. Warum? Hat das jetzt etwas damit zu tun, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwie seinen Stamm besonders hervorheben wollte oder in irgendeinem nationalistisch gewesen war, sallallahu alaihi wa sallam, hascha? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es hat etwas mit der Stellung der Quraysh zu tun. Wer waren die Ansar gewesen? Sie waren kleine Stämme aus Khazraj. Und es ging darum, jetzt die Muslime auf der gesamten arabischen Halbinsel zu diesem Zeitpunkt zu führen. Meint ihr, die anderen großen Stämme hätten auf irgendeinen Kalifen gehört von den Außen, den Khazraj? Niemals. Und sagt, wer seid ihr? Kleine Stämme aus einer kleinen Stadt, Oasenstadt. Ja? Wenn, dann müssen wir das übernehmen. Aber die Quraysh waren überall anerkannt gewesen. Warum? Weil sie nämlich diejenigen gewesen waren, die in Mekka das Sagen hatten. Die gesamte arabische Halbinsel, alle arabischen Stämme kannten die Quraysh. Und haben sie akzeptiert. Sie hatten eine besondere Stellung gehabt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste, dass das eine Rolle spielt. Du kannst die Menschen nicht verändern. Der Islam, er schleift die Menschen. Aber es gibt bestimmte grundlegende Dinge, die niemals verändert werden können. Es ist einfach so. Das muss man einfach akzeptieren. Auch solche Dinge spielen eine Rolle. Auch solche Dinge, ja, wie die Stellung eines Stammes etc. spielen eine Rolle. Weil Menschen bleiben Menschen. Und das muss man auch bei politischen Prozessen mit berücksichtigen. Das funktioniert nicht, dass man immer nur sagt sozusagen, nein, es kommt immer nur auf den guten Charakter. Nein, es gibt bestimmte Dinge, die wir einfach so erstmal auch akzeptieren müssen. Und Allah Ta'ala hat die Menschen so erschaffen. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen, auf dass ihr einander kennenlernen möget. Und auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt, und als dann Abu Bakr as-Siddiq das sagte, sagte Sa'd ibn Ubadah, der eigentlich zum Kalifen bestimmt werden sollte von den Ansar, sagte, صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. Du hast die Wahrheit gesprochen. Wir sind die Minister und ihr seid die Führer. Wir sind die Minister als Ansar, wir unterstützen euch und ihr seid die Führer. Subhanallah. Und jetzt hebt Abu Bakr as-Siddiq was? Er hebt die Hand von Umar. Wählt Umar ibn Khattab. Oder wählt Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ein von beiden könnt ihr auswählen. Und Umar sagte, ich würde lieber sterben. Ich würde lieber hingerichtet werden, als dass ich, ja, noch zu Lebzeiten von Abu Bakr as-Siddiq die Verantwortung übernehme. Lieber würde ich sterben. Woraufhin dann Umar ibn Khattab seine Hand herunterriss und die Hand von Abu Bakr hob und sagte, ich huldige Abu Bakr al-Hamd. Subhanallah. Ja? Und somit hat Abu Bakr ein zweites Mal, Subhanallah, direkt nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Umma gerettet. Direkt nach dem Tod mit seiner Rede. Und jetzt, kurz darauf, ja, weil sie sich geistert, war klar, Abu Bakr, es gab niemanden anders. Wer hätte auch etwas anderes erwartet als Abu Bakr as-Siddiq, der das Gebet geleitet hat für die Muslime? Jetzt gibt es Überlieferungen und es gibt hier viele unauthentische Überlieferungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele unauthentische Überlieferungen. Muss man sehr aufpassen. Aber es gibt diese Überlieferung, dass Ali ibn Abi Talib etwas sauer gewesen war. Weil er war beschäftigt gewesen. Verständlich. Weil er sagte, warum habt ihr einfach so über unsere Köpfe hinweg entschieden? Nicht, weil er gegen Abu Bakr war. Sondern weil es ihm zu schnell gewesen war. Nur, wir müssen berücksichtigen, Abu Bakr hat es nicht von sich aus gemacht, sondern es waren die Ansar, die sich versammelt hatten. Und es musste eine Entscheidung getroffen werden. Manchmal müssen Entscheidungen getroffen werden. Es geht nicht anders. Und es gibt authentische Überlieferungen, dass Ali ibn Abi Talib direkt Abu Bakr as-Siddiq den Treueeid geschworen hat. In einigen Überlieferungen heißt es erst 6 Monate später. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es wirklich direkt gewesen war. Dass er vielleicht 6 Monate später was nur noch einmal bekräftigt hat in der Öffentlichkeit. Das ist aber ein anderes Thema. Ja? Nur ich wollte darauf eingehen, weil das nämlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Der nochmal aufzeigt, wie jetzt Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda dieser Mammutaufgabe übernommen hat für die Muslime direkt nach dem Tode unseres geliebten Propheten Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Das war die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Alhamdulillah haben wir jetzt wirklich die gesamte Sira von Anfang bis Ende einmal durchgesprochen. Wir werden nächste Woche inshallah noch eine zusätzliche Einheit haben und zwar über einen sozialen Bereich im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nämlich die Ehefrauen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn wir uns einfach mal anschauen,
wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam welche seiner Frauen geheiratet hat, warum er sie geheiratet hat, und werden auch vielleicht auf einige sehr interessante Begebenheiten diesbezüglich im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam eingehen. Ja, ich schaue mal, ob wir das in einer Sitzung schaffen oder auf zwei Sitzungen dann aufteilen, inshallah ta'ala. Ich muss es noch vorbereiten. Ja, aber das ist auch mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, der das Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrifft.